willkommen auf unserem YouTube-Channel JT Family. Wir machen heute was sehr, sehr Geiles. Und zwar sind wir unterwegs, wir sind in der Stadt. Wir werden jetzt so eine kleine Challenge machen, ja? Morgens an Weihnachten, wir feiern zwar kein Weihnachten, aber wir werden jetzt eine Herausforderung machen. Wer kann dem anderen ein krankeres, dummeres Weihnachtsoutfit holen? Ja. Innerhalb von 30 Minuten. Nur 30? Ja. Was? Muss ich jetzt nicht so kennen? Ja, nur innerhalb von diesen 30 Minuten, ja, Kasse, alles dabei. Du musst finden, was? Größe finden, dann ganze Outfit, also alles, was du brauchst. Zur Kasse, auch Hinweg, alles ist in diesen 30 Minuten. Tschüss. Wenn du zurückkommst, in 30 Minuten sind drüber, hast du verloren. Oha, das ist voll schwer. Jetzt, was machen wir, wenn der eine verliert? Diese Beans essen. Okay, hier, warte. Ich würde jetzt sagen, der eine bleibt im Auto. Okay, ja. Der andere geht. Und der andere geht, okay. Und wir machen Time, also. Hast du irgendeine Idee? Wir waren so lange nicht mehr bei Zara und beim H&M. Ich weiß gar nicht, was die da jetzt momentan so haben. Weißt du, was ich meine? Vielleicht haben die Sommerkollektion gerade rausgebracht. Ja, das sind so Bikinis und so. Ich glaube, ich werde was Crackiges finden. Ja, es muss so ein richtig cracky Outfit sein, aber weihnachtlich, ja? Okay. Heute könnt ihr das gewinnen. Teilnehmerbedingungen sind zum einen, Bona und Tutti auf Insta zu folgen, plus natürlich hier auf YouTube JT Family, da die Gewinnspiele natürlich für unsere Abonnenten sind. Schickt uns dann auf Insta solche Screenshots und ihr nehmt schon teil. Viel Glück! Auf die Plätze, fertig, los! Das ist schlau, Leute, dass wir den Timer gemacht haben, weil dann klingelt es und ich kann ja auch nichts manipulieren, ja? Also das läuft jetzt. Wie schätze ich Honna ein? Also, ich bin euch ganz ehrlich, ne? Honna hasst shoppen. Die ist kein normales Mädchen, Leute. Wir Mädels lieben es ja zu shoppen und Honna hasst es einfach, wenn wir einkaufen gehen und so. Die will immer nach 10 Minuten schon wieder raus. Die ist da einfach nicht so drin. Die ist da nicht so drin. Deswegen denke ich, die wird locker eine Stunde oder so brauchen, ein geiles Outfit auszusuchen. Und deswegen denke ich eher, sie wird es nicht schaffen. Aber mal gucken. Ich wollte hier Tutti das hier holen. Oder so soll es am Ende aussehen. Aber das ist nicht weihnachtlich. Ich mach was anderes. Nee, ich muss woanders hin. Ich dachte, die haben so Weihnachtsklamotten. Boah, wir waren eben bei Burger King. Ich habe immer noch Hunger. Oh, hier ist Käse. Ich weiß. Ich habe jetzt so kleine Accessoires gefunden. Also, die ganz witzig sein könnten. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wie das ganze Outfit aussieht. Also, wie soll ich Accessoires kaufen? Ich zeige euch mal was. Ich habe das hier gesehen. Und das ist richtig witzig. Und auch weihnachtlich, weil es rot, kennst du? Gibt es noch mit so Handschuhen. Und das wäre eigentlich voll cool, aber ich weiß nicht, dass am Ende... Jetzt holt ein Baby. Am Ende sieht das Outfit ganz anders aus und passt nicht mehr. Ich gucke jetzt erstmal woanders und wenn ich da was Cooles finde, dann komme ich hier nochmal zurück. Die ersten 10 Minuten sind vorbei. Ich würde sagen, wir rufen jetzt mal Horne an und gucken, wie es läuft. Ich habe jetzt nur so von draußen gerade in den Zara geguckt und da sah es nicht so gut aus. Ich glaube, die haben mehr so Sachen für den Silvester als jetzt für Weihnachten. Ich gehe jetzt zum New Yorker, da ist es mehr so jugendlich. Da haben die bestimmt was. Wenn du New Yorker nichts hast, gell, dann gebe ich auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe das Gefühl, sie hat kein Netz. Okay. Leute, sie ruft mich an. Ja? Und wie läuft's? Das ist voll schwer. Hast du irgendwas gefunden? Das Problem ist, ich dachte, die haben so schöne Weihnachtshäuser oder so, aber die haben nicht mehr. Und jetzt muss ich voll umstrukturieren. Ich glaube, ich weiß jetzt, was die Schule. Ich habe aber nicht mehr so viel Zeit. Guck mal, ich zeig dir, was die so haben, ja? Ja. Ah, du bist bei New Yorker. Ja, stimmt. Ich war bei Zara und bei H&M und da habe ich nichts gefunden. Cool, ich war bei New Yorker. Das Problem ist, die haben schöne Sachen. Silvester eher als für Weihnachten. Oh, scheiße, Honna, wir sind zu aber spät. Ich habe eine coole Idee. Ich glaube, ich habe was richtig Geiles gefunden. Also läuft es gut. Läuft gut, ja. Okay, gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ich habe jetzt die Hose gefunden. Ja, die ist unten so. Also die habe ich jetzt mitgenommen für Tutti. Plus dieses Oberteil. Und so könnte es eigentlich richtig geil aussehen. Ich merke es jetzt, ist gar nicht der gleiche Rotton, aber ist auch nicht so wichtig. Halbzeit! Honna ist immer noch nicht zurück. Ihr habt das Gefühl, Leute, es ist knapp für sie. Aber wir gucken, Leute. 15 Minuten ist noch voll lang. Meine Idee ist jetzt einfach, ich mache Tutti zum roten Weihnachtsmann, aber in modern. Keine Ahnung, ob das was bringt, ob das so sinnvoll ist. Und jetzt gehe ich, glaube ich, noch mal kurz zum H&M und hol da diese anderen Sachen, die ich davor schön fand. 10 Minuten noch und noch kein Lebenszeichen von Honna. Ey, ist sie verreckt oder was? Ich glaube, die ist vor Stress umgefallen. Ich habe Honna eben geschrieben, dass sie noch 10 Minuten hat. Schickt mir das Video. Das Ding ist, es juckt mich nicht so. Ich habe ihr gesagt, mit Kasse. Ihr eigenes Pech. Ey, aber ich hoffe, sie nicht. Dann tut es mir voll leid. So, die Tasche habe ich jetzt schon mal. Ich brauche noch diese Handschuhe. Wo waren die nochmal? Und das Haargummi, genau. Da habe ich noch ein geiles gefunden. Ja, das ist richtig geil. Das nehme ich noch mit. Und die passt perfekt zur Tasche, weil es derselbe Stoff ist. Das nehme ich noch. Also die Tasche, diese Haargummis und das hier. Und dann ist der Weihnachtsmann completed. Ich renne jetzt. Ich habe alles geholt, was ich gebraucht habe. Ich bin so beeilt. Halbe Stunde ist nichts. Nur bis du deine Tests und so alles in die Vorzeit halbe Stunde vergeht. Ich renne nicht mehr. Habe ich verloren. Mega. Nein, ich renne. Ich bin nicht verliebt. Scheiße, Sturkopf. Noch 2 Minuten. Honna rennt da gerade. Okay. Jetzt habe ich es geschafft.
Komm, Anna! Unmöglich. Ey, Anna, du hast es geschafft, noch 2 Minuten! Hallo? Ja! Hätte ich gedacht. Du hast noch 2 Minuten! Oha, du hast dafür eingekauft! Ich hab so was Witziges geholt. Das ist aber unmöglich, gell? Guck mal, du musst deinen Test zeigen. Und das, das, ist ja so eine, das ist ja so eine Schlange. Ja. Am Eingang, an der Kasse. Überall sind Schlangen. Ich so, Junge, das schaffst du nicht eine halbe Stunde. Oh mein Gott. So unmöglich. Herr, und H&M gab's nix? Musst du selber gucken, was das sagt dir. Ja, weil wenn ich sehe, dass du gerade bei New Yorker warst, dann gibt's wohl nichts bei H&M. Vielleicht findest du ja was, aber ich glaube, ich gehe gar nicht zu H&M. Und das ist scheiße, Bruder. Du musst jetzt auch gucken gehen, Digga. Ja, okay, ich gehe auch zu H&M, komm. Zum Glück war ich davor bei Burger King. Aber ey, stark, Junge. Sehr, sehr, sehr stark. Okay, dann würde ich sagen, jetzt bist du dran. Okay, Tutti geht jetzt los. 3, oh mein Gott, 2, 1, go! Okay. Einfach überfahren werden, kurz. Ich werde das schaffen. Du schaffst das nicht. Ich werde es besser machen als du. Tschüss. Ich hasse sie. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Okay, ich werde es bei Zara als erstes und werde jetzt nach oben gehen und gucken. Hanna meint, hier gibt es nichts. Weil wir haben 2 Etagen, in der zweiten war sie noch nicht. Ich guck mal, was hier so gibt. Ja, sieht doch gut aus. Ja, das ist weihnachtlich. Also ich finde, Tutti wird es nicht schaffen, weil es unmöglich ist. Und Tutti ist sowieso, die ist total lahm. Die schaut sich alles 10-mal an und was weiß ich. Und ich glaube, Tutti wird viel Zeit vertrödeln. Und sie wird es nicht schaffen, 100%. Problem ist halt nur, sie hat jetzt ein bisschen so einen Vorteil, weil sie weiß, in H&M und in Zara war wohl nichts. Jetzt sprintet sie bestimmt direkt zum New Yorker. Okay, bei Zara gab es echt nichts. Jetzt bin ich bei Peak und auf Peak schwöre ich einfach, weil Peak hat alles. Und guck mal, was sie so haben. Na, ich rufe sie mal an. Ich frage sie jetzt mal. Gut, das Einzige, was sie haben, ist sowas. Also es ist weihnachtlich, aber es soll ja nicht schön aussehen, sondern richtig dumm. Und die haben halt nur schöne Sachen. Ich geh nach oben und geh wieder raus. Ey, sie darf nicht gewinnen, gell? Ey, wow! Was geht? Hanna, es gibt nichts. Lava kein. Ich bin gerade im Peak. Ich war gerade Zara nichts. Peak. Zara nichts, Peak nicht. Walla geil, ich werde gewinnen. Mein Outfit ist so cool, Digga. Ey, den hab ich noch. Ey, das Ding ist, die Uhr ist einfach, die ist einfach ausgegangen. Ich hab's nicht gemerkt. Aber ich habe dann neu gestellt und laut Timer hast du noch 10 Minuten. Ich hab noch nix. Die hat noch nix. Okay, leg auf. In den letzten 10 Minuten war ich auch gerade bei New Yorker. Ich habe kurz davor alles gefunden, habe dann bezahlt, ne? Davor hatte ich auch kaum was. Bei H&M habe ich voll geile Sachen gefunden, weil ich habe keine Ahnung, was Hanna hat. Aber das Oberteil für Hanna mit der Tasche. Brauchst noch richtig geile Jacke und eine geile Hose und dann reicht das. Ohne Witz jetzt, ich schäme mich gerade ein bisschen, mit diesen Sachen hier herumzulaufen. Ich zeige euch nicht, was ich jetzt gefunden habe, weil das soll jetzt auch euch überraschen. Aber ich schäme mich ein bisschen, weil die Sachen, ich finde das gerade irgendwie voll cringe, was ich hier kaufe. Auch damit an die Kasse zu gehen, Junge, ich will gerade gar nicht. Ich brauche nur noch Schuhe, so richtig, boah, so richtig kranke Schuhe. Und das Outfit, ich werde gewinnen. Ich habe sogar noch 10 Minuten, ich chill gerade noch. Mal gucken, vielleicht treffe ich noch die Liebe meines Lebens. Ich habe jetzt Zeit. Wir rufen sie jetzt mal an und schau mal, wie weit sie ist. Weil vor 5 Minuten hatte sie noch nichts. Mal schauen, wie sie jetzt hat. Tutti und? Ich habe alles gefunden innerhalb von 5 Minuten bei H&M. Scheiße, Digga. Bei mir waren es auch die letzten 5 Minuten. Habe ich gerade erwähnt. Wie lange habe ich noch? Weil ich muss noch ein paar Schuhe finden. Nein, weniger als 5 Minuten. Keine Schuhe. Du musst zur Kasse. Okay, okay. Du hast 4 Minuten noch. Die Kasse ist voll lang, gell? Hast Pech, hast Pech. Was? Oh, sie hat einfach aufgelegt. Tutti schreibt mir jetzt ernsthaft, ich habe bis 55 Zeit, ich bin um 25 losgefahren. Ich schreibe, nö. Herr, was machst du? Ich werfe doch mein Regel. Hier, dass ihr das lesen könnt, da steht Hona, ist voll verwirrend, aber sie schreibt ja vor meinem Handy. Bin an der Kasse, H&M ist voll, ich versuche bis 55, ich gebe Gas. Ich gebe dir Zeit bis 55, tamam? Weil selber reingeschissen. Aber wenn sie es nicht bis 55 schafft, hat sie offiziell verloren. Weil sie hat sich bestimmt schon ein paar Minuten dazu gemogelt und dann nicht mal die Zeit schaffen. Das wäre too much, okay? Das alle haben einfach mal so. Ja, das soll so ein Weihnachtsoutfit sein, aber halt ein bisschen stylischer. Und auch noch die Tasche. Ja. Knaller. Ja, die rote Mütze passt, oder? Ja, die passt auf jeden Fall. Ja. Ich finde das richtig. Das ist jetzt gut. Auch nicht zu viel oder nein. So. Okay. Nein. Ja, die Jacke ist sehr schön, ne? Ja. Das glaube ich auch. Die ist geil. Ja. Die Zeit läuft 3 Minuten bis 55. Ja, die Uhrzeit stimmt jetzt. Und Tutti ist noch nicht in Sicht. Wer steht's noch an der Kasse? Ihr habt's gehört. Das sieht fresh aus, hat sie gesagt. Ich renne jetzt, ich hab nur noch 1 Minute, mein Gott. Die schafft das niemals. Also vielleicht ist auch unfair, weil vielleicht hätte sie mehr Zeit gehabt, aber sie meinte von sich selbst aus, sie hätte bis 55 Zeit. Oh, ich glaube, ich sehe sie gerade rennen. Solange noch nicht 56 ist, schafft sie das vielleicht. Ach so, nee, das ist ein Jogger. Das ist einfach ein Jogger. 2 Minuten zu spät, aber... Mein Outfit, es ist so krank geworden, ist tausendmal besser als deins. Du bist niemals. Du weißt auch, ich so zu spät bin. Ich hatte als Kassiererin eine ältere nette Dame, die jedes Teil kommentiert hat. Ich so, finden Sie das schön? Die so, das ist, die haben Geschmack. Ich so, nein, nein, das soll nicht.
Oh, oh. Ihr müsst euch denken, wir haben hier Scheiße geparkt. Ich zeig das euch mal. Seht ihr, man darf hier nicht parken auf jeden Fall. Das wird ganz deutlich gezeigt. Aber alles ist voll. Wir dachten uns so scheiß drauf. Wir parken hier einfach, weil es wird eh immer einer im Auto bleiben. Und jetzt sind wir hier seit einer Stunde, kriegen das Auto nicht an. Also das Auto braucht Starthilfe. ADAC ist full, keiner meldet sich. Wir haben unseren Onkel auch kontaktiert. Der meinte, der kommt jetzt gleich vorbei und hilft uns. Guten Abend, ADAC. Mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? Abend, Meta mein Name. Wir bewegen uns fort. Auto läuft. Das Auto läuft. Naja, auf jeden Fall, mein Onkel kam jetzt und hat das Auto, die Flamme wieder zum Brennen gebracht, sag ich mal so schön. Du bist konzentriert, alles sorry. Gut. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, was du mir geholt hast. Ich meine, zeig mal. Ich war ja bei New Yorkern. Hab ich diese Hose zuerst gesehen? Die denkt hallo. Ohne nein, warte. Und diese Hose hat mich erinnert an Weihnachtsmann. Also habe ich dir Weihnachtsmann in 2021 zusammengestellt, ein Outfit. Nein. Wie würde der Weihnachtsmann in 2021 aussehen? Ich habe einfach Motto umgeändert. Die hat hier so Taschen. Junge, was glaubst du? Was für Weihnachtsmann? Wir haben gesagt Weihnachten. Da haben sie das hier gefunden. Da ist so ein cooler Spruch drauf. Ja. Und an den Seiten sind so Rosen und Schlangen und so. So würde der Weihnachtsmann heute aussehen. So cool. Watch your step. What the fuck? Bevor Tutti sagt, es ist kalt draußen. Das Oberteil ist relativ dünn, muss ich zugeben, ja. Und ich dachte, ich will es vermeiden, dass ich Minuspunkte bekomme. Also dachte ich mir, was trägt der Weihnachtsmann am Nordpol für eine Jacke? Mantel. Oder es ist kein richtiger Mantel, es ist eher so eine Jacke, aber es ist so pelzig. Da dachte ich mir so, das ist der Modell. Eigentlich disqualifiziert, weil sie das Thema fehlgeschlagen hat. Nein, das ist voll schön. Die Accessoires sind das Beste. Ist so, ich brauche jetzt eine coole Tasche, habe ich die hier geholt. Die passt zur Jacke und zum Outfit und so, weißt du, ist voll lässig. Guck mal, wie geil die aussieht, gell? Oh mein Gott. Ich habe hier einmal Haargummis, ja, die haben die Elfen da hergestellt. Mit so Elfenbeinen. Aus Glitzer. Junge, so einen Scheiß kannst du echt nur bei H&M, gell? Auch die passenden Handschuhe zu deiner... Oh mein Gott! Zu deiner Tasche. Oh mein Gott, die sind fresh, gell? Ist auf Ernst, die sind geil. Die sind, ja, mit der Tasche voll cool. Und einfach Geschenke in Oregon. Ach, du Scheiße. Das sind einfach Geschenke. Ey, oha, die wiegen voll die viel. Die wiegen voll viel, danach den Ohrläppchen chillt hier. Das sieht so geil aus, Digga. Das sieht so geil aus, die Weihnachtsfrau. Ich brauche fresh. Fresh, fresh, fresh. Ich bin noch nicht fertig. Oh, ein bisschen eng. Jetzt auch das größer. Ein bisschen. Ich schwöre, man könnte so rausgehen. Das sieht voll fresh aus. Kim Possible in Rot. Ey, Leute, ich meine das auch total. Das ist richtig geil. Komm, ich hier mit den Handschuhen machen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Weihnachten ist, wie komme ich zu Weihnachten? So. Stellt euch mal vor, wie die Leute geguckt haben, als ich bezahlt haben. Die so, ich glaube, ihre Lieblingsfarbe ist Rot. Ich so, ja, kann ich einfach gehen. Stefan, so fliege ich mit dem Weihnachtsmann, nicht geschenkt sind. Also kann ich schneller machen. Seht ihr die Ohrringe? Die wiegen. Das waren sogar die letzten. Die sind perfekt, dann kannst du die nicht kaufen. Hose bequem, hält warm, Oberteil ist fresh, sag ich so, gell? Ja. Handschuhe und so ist halt alles red. Mit dem Mantel. Ich finde, so sieht es sogar noch fresher aus ohne den Mantel. Den Mantel habe ich nur geholt, damit du nicht meckern kannst. 8 von 10. 8 von 10? Komm, nur 2 Punkte weniger wegen Thema verfehlt. Wie nett ich bin. Das ist so geil, was willst du sagen? Wenn du jetzt zu Weihnachten jemanden besuchen gehst, dann hätte ich dir das Outfit gegeben. Dieses geile. Ich hasse Leopardenmuster. Ich hasse Leopardenmuster. Wir haben dieses geile Oberteil on top. Oh Gott, nein. Ja? Guck mal, toll, das Haken. Richtiges Leopardentier hier. Leopardenmuster sieht, erinnert mich immer an so Stripclubs und so. Ich finde, das sieht irgendwie eh schon so billig aus. Unten. Oh nee, Totti, jetzt gibst du mir noch durchsichtige Sachen. Nein, die ist nicht durchsichtig. Hier. Was ist das, Junge? Schlagerhose. Unten, das wird ja noch fresh aussehen. So, jetzt kommt meine geile Jacke, Junge. Die ist echt oh geil. Oh Gott. Was ist das, Digga? Seht ihr diese Jacke hier? Guck mal bitte. Hä, die ist eigentlich voll cool. Ey, Junge, sieht so fresh aus. Die ist eigentlich voll cool. Ich glaube, ich behalte die. Mit der Tasche. Oh, die ist voll süß. Oben haben wir noch die Mütze drauf. Ey, ich hab die auch gesehen. Und auf dieses Leoparden-Ding da kommt dann noch die Kette. Was ist das? Da steht Angel drauf, glaube ich. Oh mein Gott. Wie soll ich Rapper werden? Was ist das? Dann kommt doch die Kette drauf. Das Ding ist, das Outfit ist eigentlich voll stylisch, aber Horner ist ja gar nicht der Typ dafür. In der Kombi? Nein, in der Kombi sieht scheiße aus. Das sieht so geil. Okay, komm. Gott. Sieht aus wie eine Oh mein Gott.
Dies finde ich ganz süß. Über die Kette mit dem Fell hier. Oh mein Gott, was ist das? Wie sehe ich aus? Aber das Oberteil steht mir voll gut dafür, dass ich Leopard hatte. Straße. Ja, guck mal, diese Jacke, die sieht aus, als wäre ich so eine Grehe. Ich habe sogar hier draußen gelassen, sieht witziger aus. Geil, Junge. Wenn du so auf eine Weihnachtsfeier gehst, bei irgendjemandem, bei einer Freundin. Die vergessen mich nicht mehr. Das sind unsere Outfits. Welches Outfit ist besser? Ja, schreibt gerne in die Kommentare. Hashtag Ghetto-Weihnachtsmann oder Hashtag, wenn Leopard und Geier ein Kind bekommen. In Paris. Ja, ja Leute, das ist unser Video. Scheiße, ich kann kein Deutsch. Ich mache Französisch. Lo, Leute, das war's mit unserem Video. Wir haben uns echt sehr viel Mühe gegeben bei diesem Video und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Deswegen zeigt das sehr, sehr wichtig, Leute, durch einen Daumen nach oben. Ja. Kommentiert, wer gewonnen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen an Weihnachten zum letzten Video auf JT-Sember. Tschüss.